Wir sehen einen illegalen, brutalen Krieg auf unserem Kontinent. Und da kommt der tschechische Vorsitz zu einem wichtigen Zeitpunkt. Und unsere nächsten Schritte werden entscheidend sein für die Zukunft unserer Union. Wir müssen und das ist auch in der Debatte klar geworden, wir müssen weiter die Ukraine unterstützen. Wir müssen weiterhin für unsere Werte und für die rechtsgestützte Weltordnung eintreten. Und deshalb geht es um Einigkeit in den Reihen unserer Mitgliedstaaten und zwischen den EU-Institutionen, die wir vertreten. Das ist von enormer Bedeutung. Und das wird sicherlich auch ein zentraler Aspekt der Tagesordnung der Tschechischen Republik sein. Und ich bin da zuversichtlich, das wird auch Erfolg haben. Als Mitgesetzgeber haben wir auch die Pflicht, zusammenzuarbeiten, um zu liefern bei der Gesetzgebung zur Beschleunigung des grünen und digitalen Wandels. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, hinter unseren Ehrgeiz zurückzufallen. Und wir haben da Vertrauen in den tschechischen Vorsitz, dass genau das gelingen wird. Und wir müssen zu guter Letzt auch nachhaken zu den Ergebnissen der Konferenz für die Zukunft Europas. Wir können die Fähigkeit der Union, etwas zu tun, steigern. Und da erwarten unsere Bürgerinnen und Bürger, dass wir liefern. Und das Europaparlament hat dies ganz konkret unter Beweis gestellt. Wir sind bereit, in den Dialog einzutreten. Dabei möchte ich belassen, damit wir möglichst viele Fragen beantworten können. Und das Wort erhält erst Premierminister Fiala und dann Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bitte schön. Danke schon, Roberta. Es ist eine Freude, hier im Europäischen Parlament sein zu dürfen. Es ist eine sehr schwierige Zeit und es geht ja darum, dass die Bürger von uns erwarten, dass sie nicht an Energiemangel leiden im Winter, dass die Preise nicht mehr weiter steigen und dass auch immer genügend Essen auf dem Tisch steht. Das wird von uns erwartet. Die tschechische Präsidentschaft, das wissen Sie, hat 5 Prioritäten herausgearbeitet. Wir wollen uns konzentrieren auf die Bewältigung der Flüchtlingskrise und den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg, Energiesicherheit, die Stärkung der Verteidigungskapazitäten der EU und die Cybersicherheit, strategische Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, aber auch die Widerstandsfähigkeit und Resilienz der demokratischen Institutionen. Wir haben bereits die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament vor 3 Wochen begonnen, mit dem Besuch bei der Konferenz der Präsidenten. Der Konferenz der Präsidenten in Prag. Nach dieser Konferenz haben wir über die Prioritäten diskutiert mit der Kommission und mit dem Rat. Und ich durfte diese dann auch heute den Mitgliedern des Europäischen Parlaments vorstellen. Wir möchten gerne eng mit dem Europäischen Parlament in den nächsten 6 Monaten zusammenarbeiten, sodass wir stärker aus dieser Situation hervorgehen. Und ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, heute hatte ich die Ehre, nach Straßburg reisen zu dürfen, um die Prioritäten des tschechischen Vorsitzes vorzustellen vor den Abgeordneten aus allen Parteien. Ich schätze die Rolle des Europäischen Parlaments sehr, wenn es darum geht, wie wir gemeinsam reagiert haben auf die russische Aggression in der Ukraine. Es ist ein Krieg im Gange. Menschen sterben. Sie kämpfen um ihr Recht, zu uns zu gehören, einer von uns zu sein. Die Auswirkungen der russischen Aggression, beispielsweise auch im Sinne der Energiekrise, all das werden die Schwerpunktthemen des tschechischen Vorsitzes sein im Rat. Und ich freue mich, dass wir heute auch eine sehr lebhafte und rege Debatte haben führen können mit den Abgeordneten. Wir haben alle mit einer Stimme gesprochen und haben sehr viel Unterstützung erfahren. Die ersten Schritte auf unserem Weg war zunächst einmal der Kandidatenstatus für die Ukraine. Das Europäische Parlament war hier sehr unterstützend tätig. Wir müssen heute natürlich auch die lange Perspektive mit in Betracht ziehen, gerade auch was die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine angeht. Wir müssen die Flüchtlingskrise bewältigen, die Flüchtlingswelle. Das sind unsere Aufgaben. Und
Aus diesem Grunde, und das ist in gewisser Weise auch das Motto unserer Präsidentschaft, deshalb sagen wir, Europa hat eine Aufgabe. Und wir haben nicht nur die 5 Prioritäten hier vorgestellt im Plenum, auch unser Motto ist auf großes Interesse gestoßen. Viele Kolleginnen und Kollegen im Parlament haben dies auch lobend erwähnt. In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament wird es uns meines Erachtens gelingen, einen guten Weg zu finden. Die Aufgabe im Energiebereich wird sicherlich eine sehr schwierige sein. Energiesouveränität, die Verringerung unserer Abhängigkeit von russischen Lieferungen und viele Schritte wurden bereits von der Europäischen Kommission unter Vorsitz von Ursula von der Leyen unternommen. Wir müssen natürlich auch alternative Energiequellen stärken. Wir müssen darüber diskutieren. Das wird nicht einfach sein. Wir müssen darüber sprechen, denn wir alle haben das gleiche Ziel. Kampf gegen Inflation, Kampf gegen hohe Energiepreise. Es gilt auch, Mittel zu finden, um die Folgen für unsere Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten abzufedern. Wir werden versuchen, die Wirtschaft der Europäischen Union zu stärken. Wir wollen die Abhängigkeit von unzuverlässigen Lieferanten verringern. Es muss uns gelingen, wieder Vorreiter zu werden im Bereich Innovation, Digitalisierung, Automation, Automatisierung. Das ist alles Teil des Pakets, das wir versuchen durchzusetzen als tschechische Präsidentschaft. Und wenn es uns gelingt, uns hier auch zu einigen mit dem Europäischen Parlament, dann werden alle Mitgliedstaaten davon profitieren und alle werden wachsen. Die russische Aggression ist nicht nur eine physische und ökonomische Bedrohung, sondern das ist auch eine Bedrohung unserer gemeinsamen Werte. Man möchte Europa destabilisieren und die gesamte regelbasierte Ordnung aushebeln. Und dieser Aggression können wir nur Einhalt gebieten, wenn wir unsere demokratischen Institutionen stärken, wenn wir es möglich machen, dass die demokratischen Institutionen wachsen und stärker werden. In unserem demokratischen Commonwealth, möchte ich es mal nennen, gibt es natürlich abweichende Ansichten. Das ist auch ganz natürlich und gut so. Aber wir haben das heute ja immer wieder gehört. Wichtig ist, dass die Europäische Union in den Schlüsselthemen geeint bleibt. Das wird unser Ziel sein, das wir ehrgeizig verfolgen. Und ich denke, der tschechische Vorsitz wird seinen Beitrag leisten können. Und in Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen wird die Europäische Union stärker werden nach diesen 6 Monaten. Thank you so much. Recht herzlichen Dank, Peter, Herr Premierminister Fiala. Vielen Dank, Roberta, Frau Präsidentin. Wir haben in den letzten Tagen ja über Details des tschechischen Vorsitzes gesprochen. Wir sind ja sehr gut gestartet. Wir haben letzten Freitag als Kollegium alle Themen detailliert durchgesprochen. Und ich möchte mich heute auf die 3 Hauptthemen konzentrieren oder die Hauptmottos Ihres Vorsitzes. Sie haben gesagt, Europa als Aufgabe, neu denken, neu aufbauen, mit neuer Kraft ausstatten. Und wir wollen einfach in die gleiche Richtung gehen. Wir wollen wegkommen von der Abhängigkeit von russischen Brennstoffen und wollen gleichzeitig insgesamt diese Abhängigkeit abschütteln. Wie können wir das erreichen unter tschechischem Vorsitz? Und wir haben ja dieses Repower-EU-Paket vorgestellt. Das sind 3 Pfeiler. Erstens, wir wollen uns diversifizieren, weg von Russland hin zu zuverlässigen, glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Partnern. Zweitens, Energieeffizienz, ein sehr mächtiges Werkzeug. Und drittens, massive Investitionen in erneuerbare Energien. Und mit diesem Paket zusammen haben wir 300 Milliarden Euro, die investiert werden sollen, gerade im Bereich erneuerbare Energien, die wir ja brauchen. Ich zähle da auf Ihren Vorsitz, dass
RePower-EU hier schnell verabschiedet werden wird. Und dann haben wir natürlich das zweite Thema, Fit for 55. Der Rat hat einen Standpunkt entwickelt, auch das Parlament hat sich auf einen Standpunkt geeinigt. Und wir freuen uns jetzt sehr, Peter, dass wir mit Ihnen im Trilog jetzt auch dieses Dossier werden abschließen können. Und wenn ich mir jetzt hier die unmittelbare Arbeit anschaue, die ansteht, wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor in Bezug auf Gaslieferungen aus Russland. Die Kommission wird in 2 Wochen einen Notfallplan vorstellen auf der Grundlage der nationalen Notfallpläne für den Fall einer Lieferunterbrechung von russischem Gas. Und auch in diesem Thema arbeiten wir Hand in Hand. Wir werden natürlich auch dieses Thema Wiederaufbau haben, vor allem Wiederaufbau in der Ukraine, in diesem brutalen Krieg. Wir werden uns aber auch auf innenpolitische Themen konzentrieren. Wir haben im Nachgang zur Pandemie ja einen Wiederaufbauplan aufgebaut unter dem Titel Next Generation EU zum Wiederaufbau unserer Volkswirtschaften. Wir haben hier schon 100 Milliarden Euro ausgegeben und wir haben weiterhin 700 Milliarden parat stehen, die ausgegeben werden können. Wir arbeiten da also ganz intensiv während des Vorsitzes dran arbeiten. Zweites Thema, da geht es um die Struktur unserer fiskalischen Regeln, Stabilitäts- und Wachstumspakt. Hier muss die Finanznachhaltigkeit in Einklang gebracht werden mit dem klaren Investitionsbedarf, den wir sehen. Da wird nach dem Sommer die Kommission einen Vorschlag machen, aber möchte selbstverständlich auch bei Rebuild, beim Wiederaufbau, die digitale Welt erwähnen. Unter Ihrem Vorsitz wird es hier Initiativen geben, zum Beispiel zu dem europäischen Chips-Gesetz, zum Datengesetz und elektronischem Ausweis. Und natürlich denken wir auch an viele Themen, die unter Rethink, also Neudenken, möglich sind, auch im Nachgang zur Konferenz über die Zukunft Europas. Sie wissen, dass ich da erste Vorschläge machen werde nach der Konferenz in meiner Rede zur Lage der Union im September. Und da freue ich mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen unter Ihrem Vorsitz. Ja, wir unterbrechen diese Pressekonferenz kurz, um Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Es hat eine Abstimmung gegeben im Europäischen Parlament in Straßburg mit dem Ergebnis, dass Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke nachhaltig sind. Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben über diese ziemlich kontrovers diskutierte Frage also entschieden. Die EU-Kommission hatte einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Und um diese Verordnung oder diesen Vorschlag zu stoppen, wäre eine absolute Mehrheit von 353 der 705 Abgeordneten nötig gewesen. Das hat es nicht geschafft oder dazu ist es nicht gekommen. Es war eine spannende Abstimmung, weil im Vorfeld alle Fraktionen gespalten waren, wie sie abstimmen. Aber wie gesagt, Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke bekommen sozusagen ein Öko-Label. Jetzt gehen wir zurück in die eben unterbrochene Pressekonferenz zur Übernahme der Ratspräsidentschaft durch Tschechien. Fragen, tschechisches Fernsehen. Thank you very much. My questions regarding, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auf das, was Sie bereits in Ihrer Rede angesprochen haben, nämlich die Taxonomie. Das Parlament hat das ja anstehen und auch an Sie, Frau Präsidentin. Was wären denn dann die nächsten Schritte seitens der Kommission? Just to set the scene, since this vote will take place. Ja, die Abstimmung wird ja in etwas mehr als einer halben Stunde stattfinden. Das als Hintergrund. Wir warten natürlich auf das Ergebnis der Abstimmung. Aber im Namen des Parlaments möchte ich jetzt schon sagen, dass unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung die EU im Bereich grüne Wende und Energie sich verstärken muss. Langfristig können wir uns nicht stützen auf fossile Brennstoffe. Wir müssen uns von der russischen Abhängigkeit lösen und müssen Energie beziehen von Freunden und nicht von unseren Feinden. Wir müssen Energieinseln abschaffen und müssen dafür sorgen, dass wir untereinander vernetzt sind. Das Parlament wird also weiterhin ehrgeizige Ziele einfordern, wobei wir gleichzeitig auch realistisch bleiben müssen, um sicherzustellen, dass sofortige, kurz- und mittelfristige Maßnahmen sich eben nicht
hier verstetigen. Es ist jetzt nicht die Zeit, hier hinter unseren Energiezählern zurückbleiben. Also wir warten auf das Abstimmungsergebnis und werden uns dann dazu äußern. Dankeschön. Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Hier im Europäischen Parlament habe ich in meiner Ansprache, aber auch bereits in anderen Diskussionen mit Fraktionen die Möglichkeit gehabt, mehrmals darauf hinzuweisen, dass das ein sehr heikler Kompromiss ist, den die Kommission erreicht hat. Deshalb würden wir es eher unglücklich finden, wenn die Entscheidung des Parlaments so ausfallen würde, dass wir hier wieder einen Schritt zurück machen müssen. Also das würden wir nicht begrüßen. Wir meinen, es ist Zeit voranzuschreiten im Bereich Dekarbonisierung und gerade auch im Hinblick auf die europäische Energie. Und die Taxonomie umfasst Atomkraft, aber auch Kohle als Übergangs, als Brückentechnologien. Das ist notwendig für viele Länder, damit sie sich an die Klimaziele halten können und auch, dass sie sich lösen können von der Abhängigkeit von russischen Energiequellen. Also ich hoffe, dass die Mitglieder des Parlaments das genauso sehen werden. Wenn aber das Ergebnis anders ausfallen sollte, dann werden wir die notwendigen Schritte unternehmen. Dankeschön. Ja, danke. Wir als Kommission haben unsere Vorschläge unterbreitet. Sie erinnern sich daran, dass der erste Delegierte Rechtsakt der grüne Energie betrifft. Die zweite, also das, was jetzt hier in Frage steht, das betrifft den Übergang oder die Wende. Es gibt zweierlei Energiequellen. In der Taxonomie haben wir die sicherstmögliche Kernenergie und wasserstoffbereite Leitungen für die Gasstichleitungen. Ich denke, das werden wir brauchen als Brückentechnologie bei der Wende und davon bin ich auch überzeugt. Gut, jetzt muss das Parlament entscheiden. Wir haben die Vorschläge vorgelegt und ich habe bei Parlament und Rat auch ganz klar gesagt, wenn diese Delegierte Rechtsakte durchfällt, wird es keine andere geben. Fernanda. Fernanda Gabriel de Televisão RTP. Ja, Fernanda Gabriel von FDP. In der Konferenz von Lugano sagten Sie, Frau von der Leyen, dass die Russen bezahlen müssen, dass sie bezahlen müssen für das, was sie in der Ukraine zerstört haben. Wir haben Zahlen, die wirklich riesig sind, also 500 Milliarden für den Wiederaufbau. Es sind Vermögenswerte, russische Vermögenswerte eingefroren worden. In Höhe von ca. 300 Milliarden. Wäre es möglich, dass dieses Geld in den Wiederaufbau fließt? Da hätte ich gern von allen drei in eine Position gehört. Bitte schön. Ich denke, es ist nur fair, das zu prüfen. Und wir arbeiten an einer Rechtsgrundlage, um es zu ermöglichen, dass Vermögenswerte aus Russland und auch zum Teil Vermögenswerte von Oligarchen beitragen können zum Wiederaufbau der Ukraine. Die Lugano-Konferenz war ein großer Erfolg, weil es möglich war, viele Initiativen zu bündeln, sie festzulegen auf Grundprinzipien für den Wiederaufbau. Was jetzt kommen wird, ist die nächste hochrangige Konferenz unter der Ägide des Vorsitzes von G7, also Deutschland und der Kommission. Da sollen alle weltweiten Sachverständigen für den Wiederaufbau zusammengebracht werden. Also so ein Wiederaufbau, den gab es noch nie. Da brauchen wir wirklich die Besten für. Und dann wollen wir Governance schaffen, umfassend, rechenschaftspflichtig, auch überzeugend für alle Initiativen. Und dann können wir einsteigen in die Finanzierung und die Verknüpfung von Investitionen und Reformen für den Wiederaufbau. Ja, meinerseits darf ich sagen, dass das Parlament keine Optionen ausschließen wird,
alles, was rechtlich möglich ist an Kanälen und Kursen, muss geprüft werden. Klar für uns ist auch, dass wir keinerlei Schlupflöcher offen lassen können in Bezug auf die bereits verabschiedeten Sanktionspakete. Die dürfen also hier nicht missbraucht werden. Keine Schlupflöcher dürfen ausgenutzt werden. Da machen wir Druck. Und alle unsere ukrainischen Partner, nach der historischen Entscheidung Moldova und der Ukraine Kandidatenstaaten zu, einzuräumen, wissen, das führt automatisch auch zu den nächsten Schritten zum Wiederaufbau. Es geht also hier nicht nur um die Solidarität in allen EU-Mitgliedstaaten, sondern das ist ein weltweiter Ansatz. Da sehen wir auch die Rolle des tschechischen Vorsitzes als Federführung dieser Veranstaltung, wo die politischen Vertreter, die Sachverständigen und auch die Finanzgeber zusammen können, um zu zeigen, dass wir Schritt für Schritt in voller Solidarität mit der Ukraine handeln werden. Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden und froh, dass ich an der Konferenz in Lugano teilnehmen konnte. Und wir haben ja da auch mit Frau von der Leyen zusammen gesprochen. Und wichtig ist einfach, alle Partner an einen Tisch zu bringen. Und wir hoffen, dass die Europäische Union eine Schlüsselrolle wird spielen können im Wiederaufbau nach dem Krieg. Aber wir müssen uns da auch ins Benehmen setzen mit anderen Institutionen, mit Dritten, sei es nun internationale Organe oder Drittstaaten, die ja auch bei der Konferenz da waren. Wichtig ist auch, was die Ukrainer denken, was unsere Freunde in der Ukraine als möglichen Weg erkennen in Bezug auf möglicher Wiederaufbau der Ukraine. Das ist ja ein Schwerpunkt unter unserem Vorsitz, wie Sie wissen. Und wir wissen durchaus, dass der Krieg noch nicht vorbei ist und dass es großes Leid in der Ukraine gibt. Aber das Wiederaufbauverfahren muss erfolgreich sein. Und deshalb müssen wir gut vorbereitet sein und das heute schon. Die Lugano-Konferenz war hier ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und es werden weitere Schritte folgen, wie die Kommissionspräsidentin bereits sagte. Luboš Palata from Deník, Czech Daily Newspaper. Frau Präsidentin von der Leyen, es bleiben nur noch 5 Monate vor dem Winter, einem sehr komplizierten Winter. Was steht uns da ins Haus für die EU? So, we are leider kein Mikrofon für Frau von der Leyen. Ja. We are observing very closely. Ja, wir behalten natürlich ganz genau im Auge, was an Gaslieferungen kommt. Wir füllen unsere Speicher auf. Das ist Punkt Nummer eins. Vor einer Woche waren wir bei 55%. Das ist jetzt wahrscheinlich schon etwas höher. Wir sind übereingekommen, gemeinsam Gas einzukaufen aus anderen Quellen als von Russland. Sie werden sicherlich auch gesehen haben, was wir hier getan haben in unserer Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten. Da kommt mehr Flüssigkeit. Gas, das ist gut. Diese Lieferungen haben sich jetzt verdreifacht. Es gibt aber andere Lieferanten, die ebenfalls ihre Flüssiggaslieferungen in die EU verstärkt haben, auch Lieferungen über die Gaspipelines. Also insgesamt haben wir die Lieferung von Flüssiggas um 75% gesteigert. Das ist gut, das ist vielversprechend. Das ist derzeit Stand der Dinge. Ich habe gesagt, wir investieren in Erneuerbare, in Energiesparmaßnahmen, auch das wichtig. Aber wenn das Schlimmste eintritt, dann müssen wir vorbereitet sein. Und aus diesem Grunde bereitet die Kommission ja derzeit auch den Notfallplan vor. Alle Mitgliedstaaten haben ihre nationalen Notfallpläne. Die müssen sie auch haben. Die haben sie mit uns zusammen auch aktualisiert. Aber nach unserem Dafürhalten ist es wichtig, einen europäischen Überblick zu haben, einen koordinierten Ansatz für einen möglichen Lieferausfall von Gas aus Russland. Und da müssen wir immer an zweierlei denken. Erstens,
müssen wir uns anschauen, wo ist das Gas am meisten vonnöten und wie können wir sicherstellen, dass das Gas dann auch dorthin fließt, wo es am meisten vonnöten ist. Wie können wir die Verbraucherinnen und Verbraucher und unseren Binnenmarkt schützen? Und das setzt voraus, dass wir hier gemeinsam mit allen und mit diesem europäischen Überblick handeln. Wichtig ist auch, dass wir in der Lage sind, unter Beweis zu stellen, dass wir darauf gut vorbereitet sind. Und wie gesagt, da kommt in circa 2 Wochen im Kollegium auch dieser gesamteuropäische Notfallplan auf den Tisch. I think we can take one more question. Ja, ich glaube, wir können noch eine letzte Frage nehmen. David. Thank you very much. David Carretta. David Carretta von Radio Radicale in Italien. Zum Notplan oder Notfallplan, Präsidentin von der Leyen. Will this plan include two proposals? Wird in diesem Plan auch ein Vorschlag des italienischen Premierministers, den er schon vor einiger Zeit unterbreitet hat, auf der Grundlage von Solidarität enthalten sein, sprich eine Deckelung für aus Russland eingeführtes Gas und eine Art neuer Schurmechanismus, um nationale Maßnahmen zu finanzieren, beziehungsweise die Regierungen dabei zu unterstützen, nationale Maßnahmen zu finanzieren für Haushalte und Unternehmen. Und dann noch eine zweite Frage an Sie alle zu den politischen Folgen der Krise, die bevorsteht. Befürchten Sie nicht, dass im Herbst mit anstehenden Wahlen im nächsten Jahr, zum Beispiel in Italien, dass es eine Art Gelbwestenbewegung geben wird in ganz Europa, die die politische Stabilität der EU in Gefahr bringen könnte? Ihre letzte Bemerkung ist doch der beste Beweis dafür, dass wir einen koordinierten europäischen Ansatz benötigen, um die Menschen in Europa zu schützen. Wir müssen die schwächsten Bürgerinnen und Bürger schützen, aber natürlich auch die Unternehmen. Und aus diesem Grunde haben wir bereits Leitlinien zu einem Instrumentenkasten, Werkzeugkasten herausgegeben im Herbst, zum Beispiel Übergewinne zu besteuern und dieses Geld zu verwenden, um schwache Verbraucher zu unterstützen. Das tut Italien, viele andere Mitgliedstaaten tun dies auch bereits. Warum bereiten wir jetzt die Notfallpläne vor? Wir müssen uns auf eine Extremsituation vorbereiten, in der das russische Gas von heute auf morgen völlig abgestellt wird. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und vielleicht erinnern wir uns mal an vor 2 Jahren in der Pandemie. Dort haben wir gesehen, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir 27 unterschiedliche Maßnahmen sehen. Zu Beginn der Pandemie wurden Grenzen geschlossen. Einige Mitgliedstaaten hatten beispielsweise ein Exportverbot für persönliche Schutzausrüstung verhängt. Und wir haben gesehen, dass das nicht der richtige Weg ist. Wir haben das gelernt. Wenn wir zusammenarbeiten als Europäer, gerade auch in der Pandemie, dann gelingt es uns, die Krise zu überwinden. Und im Rückblick würde ich sagen, wir haben die Krise gut überwunden. Aber dazu ist es vonnöten, dass wir gemeinsam, geeint und koordiniert handeln. Und das Gleiche gilt eben auch für den Notfallplan. Viele Entscheidungen müssen von den Mitgliedstaaten getroffen werden. Das ist gut. Sie haben ihre nationalen Pläne. Aber wenn wir uns den Binnenmarkt ansehen, da müssen wir eben sicherstellen, dass wenn wir die Nachfrage in bestimmten Teilen der Wirtschaft reduzieren, dass dies so geschieht, dass nicht der gesamte Binnenmarkt gestört wird. Denn der Binnenmarkt ist unser stärkster Trumpf, auch um gegen Putins grausamen Krieg vorzugehen. Wir brauchen diesen Hebel eines starken Binnenmarktes. Und die zweite wichtigste Säule ist die Solidarität. Das heißt, wir brauchen ein gutes Pipeline-Netz, das in ganz Europa gut vernetzt ist. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass Gas- oder Öllieferungen, die kommen, dann auch so verteilt werden, dass es dem gemeinsamen europäischen Interesse dient. Das heißt, dass das Gas dorthin fließt, wo es am meisten gebraucht wird. Zu Ihrer Frage, genau so sieht der Notfallplan aus. Also zurück von der Nachfrage, dann Solidarität bei der Verteilung.
Beteiligung, das sind wichtige Instrumente, Elemente. Es gibt noch andere Instrumente, die wir eventuell aktivieren könnten, sollte das vonnöten sein, beispielsweise Schuhe, aber das ist nicht Teil des Plans. Der Plan befasst sich mit der Energieversorgungssicherheit. Dann der letzte Teil Ihrer Frage, eine Obergrenze. G7 hat beschlossen, dass man sich mit potenziellen Mechanismen für eine Ölpreisobergrenze befassen wollte. Das ist ein globaler Ansatz. Da haben wir ein Bündnis vieler Länder. Und dann wäre es auch möglich, eine Obergrenze für russisches Öl zu verhängen. Und diejenigen, die sich diesem Bündnis nicht anschließen wollen, müssen wir natürlich versuchen, auch mit uns Boot zu heben, damit sie diese Obergrenze nicht umgehen. Warum sage ich das? Es könnte nämlich vielleicht auch eine sehr gute Plattform sein, die wir dann haben, falls wir unter besonderen Umständen eventuell auch eine Obergrenze für Gaspreise in Betracht ziehen müssten. Also, meine Botschaft lautet, wir müssen nicht nur auf europäischer, sondern auf internationaler Ebene eng zusammenarbeiten, um eben die Auswirkungen von explodierenden Energiepreisen zu bewältigen. Und da steht uns einiges an intensiver Arbeit bevor. Genau, intensive Arbeit, da möchte ich gleich einhaken. Gemeinsam mit dem Rat werden wir, wenn die Vorschläge im Parlament liegen, sicherstellen, dass wir diese durch die richtigen Ausschüsse und auch im Plenum so schnell wie möglich bearbeiten können. Das haben wir ja auch schon in den letzten Monaten gezeigt. Wir wollen sicherstellen, dass, ob das jetzt finanzielle Hilfe ist oder auch wir von Seiten der Gesetzgebung, dass wir wirklich alles tun, was in unserer Macht steht. Das haben wir uns alle auf die Fahne geschrieben und das werden wir auch in den nächsten Monaten weiter tun, wenn die Vorschläge zu uns kommen. Politische Folgen haben Sie erwähnt und da möchte ich auch die wirtschaftlichen Folgen für die Verbraucher nicht unerwähnt lassen. Auch heute Morgen in der Aussprache war das der Tenor und gestern in der Aussprache mit dem griechischen Ministerpräsidenten im Plenum war das das dominierende Element. Wie können wir als Institutionen, als Mitgliedstaaten tatsächlich die Folgen abfedern für die Mitgliedstaaten, wenn es halt in den Mitgliedstaaten so viele unterschiedliche Realitäten gibt? Teilweise hat man da jahrelang die Augen davor verschlossen. Und so ist es eben heute, dass einige Mitgliedstaaten 100% von russischen Lieferungen abhängig sind. Diese wirtschaftlichen Folgen werden für jeden spürbar sein. Verbraucher, aber auch Unternehmer, die europäische Industrie und uns gegenüber werden hier sehr viele Ängste geäußert über die Sektoren, die wir nicht zurücklassen dürfen, die im Mittelpunkt unserer legislativen Arbeit stehen müssen. Und dann gibt es natürlich auch die politischen Konsequenzen zu betrachten, gerade im Hinblick auf die politische Stabilität. Wir wollen natürlich Regierungen, die schwierige Entscheidungen treffen können, diese aber auch vermitteln können, letztendlich diese erklären können. Und das spüren wir auch ganz unmittelbar im Europäischen Parlament. Das hat Auswirkungen auf Abstimmungen im Plenum, aber das könnte auch zu etwas führen, was mir besondere Sorge macht, nämlich, dass dann wieder die Argumente vorgetragen werden von den Populisten, dass der Green Deal der Grund ist für die steigenden Preise und den steigenden Druck. Wir dürfen nicht vergessen, dass der einzige Täter in diesem Fall Wladimir Putin ist. Der Grund für steigende Lebensmittel- und Energiepreise ist im Kreml zu suchen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen, genauso wie wir es während der Pandemie gemacht haben, zusammenstehen und dann vielleicht eher zu versuchen, innen in jedem Mitgliedstaat die Gründe zu suchen und nicht zu den Außengrenzen, die wir versucht haben, abzuschaffen. Ja, danke schön. Unabhängigkeit im Bereich Energie, Energieautonomie, das ist eine unserer Prioritäten. Und ich denke, hier kommen zweierlei Dinge zusammen. Es ist dringend
eine europäische Lösung zu haben, und daran werden wir arbeiten. Aber wir sind auch eines der europäischen Länder, das am meisten Risiken ausgesetzt ist. Unsere Energieversorgungssicherheit ist gefährdet, weil wir stark abhängen von russischem Gas und Öl. Und wir wissen, was es bedeutet, wenn Russland einfach den Hahn zudreht.